mal gucken, ob der Ton jetzt wieder ordentlich funktioniert, weil hat am Wochenende gar nicht funktioniert jetzt gerade. Ich habe das gerade festgestellt. Also werde ich jetzt erstmal gucken. Alles funktioniert, vielleicht wird sogar noch ein gutes Spiel, man weiß es ja nicht. Es sind wenig Leute da. Der Gemütlichkeit. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt schwere Jagdpanzer. Ich hoffe, der Ton ist jetzt wieder gut. Weil ich habe, weiß ich nicht, irgendwie. Vielleicht ist auch mein Headset irgendwann mal kaputt. Ich meine, das kommt ja auch irgendwann in Jahre. Den kleinen Mann mit der Pistole hier schon wieder sehen. Schon wieder vorbei. Was will er abschießen? Ja, keine Panzerschreck dabei, dann habe ich ihn aber nicht gern. Die Seite ist total leer. Da passt keiner auf. Also ich muss mich jetzt schon erschießen lassen. Er steht hinter mir, ich weiß es. Ist die Kette, damit er uns wegkommt. Lass ich ihn erledigen. Das Ding ist immer noch nicht außer Gefecht. Das ist doch clever, wenn ich mich erschießen lasse. Nächst. Noch halten sie das Ding. Das ist meiner. Der Angriff fährt los. Mal sehen, wo wir gleich von der Hellcat vom Spawn aus weggeflippt werden, da ganz hinten. Brücke nehmen wir zu Fuß. Drei gehen ein. Ich hab nicht gemacht. Das ist auch so eine Sache, Routine. Genau zu wissen, wie viel Schuss man in der Waffe hat. Rückwärts gehen und gleichzeitig. Ich wäre sonst verschwunden gewesen. Er ist mir quasi reingelaufen in den Schuss. Ich habe spekuliert, dass er nochmal kommt. Gegen die 3, das ist erstmal schon mal ziemlich gut. Zumindest sind wir jetzt nicht overrun-mäßig dran. Einer uns gegenüber. Nochmal geguckt, nochmal geguckt. Zwei schaffe ich nicht, nicht auf der Distanz. Das macht alles nichts, ich habe alles hier spekuliert, das war einfach nur jetzt nach vorne gelaufen. Irgendwann kommt auch der Fall, wo der Roland einfach sich auch mal erschießen lässt, oder die Chance zumindest ziemlich hoch ist, dass ich abgeknallt werde, damit ich einfach die Flanke wechseln kann, weil du kannst einfach C4 nicht nehmen so richtig schnell. Erstmal helfen. 2 gegen 2. Triffst noch nicht.
war eigentlich auch wesentlich schneller geplant, als es am Ende geworden ist. Eigentlich wollte ich ihn sofort überstehen, aber das ist immer so. Das ist immer so. Die leichten Kills sind immer zu schwer, weil ich habe den, ich habe den ja gehört, dass der hier daneben war. Das waren ja zwei Mann. Der andere hat ja angelegt. Wenigstens den noch abschießen. Wie kann man sich nur so offen auf die Straße hinstellen, ne, und sich dann wundern, wenn man da abgeknallt wird? Nee, wir sind im Busch, ja. Da hätte ich jetzt auch ohne den roten Punkt gewusst. Spannender als das gesamte Sonntagsspiel. Och nö, ey. Habe ich den jetzt ernsthaft überfahren? War auch nicht in Absicht. Na, reichen zwei? Müssen wir ja. Wenn er weiter hier, die drei sollten wir eigentlich haben, aber machen wir trotzdem. Gerade mal so hier abstellen, dass wir gleich wieder losfahren können. Mache ich auch oft falsch oder beziehungsweise denke nicht dran, weil ich keine Zeit habe, den Wagen mal so zu parken, dass ich direkt gleich wieder losfahren kann und möglichst so, dass er nicht auf dem freien Feld steht. Ey, so viel Lack muss man haben. Und dann braucht man eine Stunde, um anzulegen und daneben zu lösen. Also da durchziehen, alles oder nichts. Ja, zwei gegen einen, da kann ich nicht mehr machen. Da wird mit HE-Kugeln gespammt, Junge, das ist wieder der Wahnsinn. Da stehen drei eigene Leute. Ich meine, dass ich die Sache nicht überlebe, ist klar, ne? Die stehen da jetzt mit allem auf der Brücke. Einen Versuch gebe ich mir noch, danach wird von außen angegriffen, aber ansonsten kommt er hier gerade gut ran. So, wenn genug Leute da sind, einfach einer mal durchfahren und vorne zustellen. Links dürfte keiner sein. Dazu komme ich meistens nicht. Da habe ich Glück gehabt. Manchmal frage ich mich, wo die Leute hingucken. Was hat er denn jetzt gesehen? Er muss ja irgendwo hingeguckt haben. Er muss irgendwas gesehen haben, was ich nicht gesehen habe. Die Hellcat steht unten. Nein, Freund. Ich stelle ich zu. Eiskalt laufe ich mit ihm mit. Stark. Einlaufen, 3 gegen 1, absichern. Und schon haben wir das Ding. APC vom Gegner. Ja, natürlich. Komm, es ist immer so viel Lack.
einen Schuss abgegeben mit der One-Shot. Es ist einfach zu geil. Was will er denn jetzt drin gehabt, der Lilly? Der hat nichts gekonnt im ganzen Spiel. 3-3, Junge. Und der kriegt mir, der drückt mir einmal einen Headshot. Es ist so lucky, ey. Es ist so unglaublich. Oh, zweimal Pech. Ich sag ja, manchmal ist das Spiel so ungerecht. Ganzer Punkt verloren, weil der mit der 1903 ein einziges Mal lackert. Ne? Schieß mit der Panzerfaust daneben, ich renn raus, treff nicht direkt gleich im Kopf und er gibt einen Schuss ab, One-Shot tot. Nicht zu sehen, ach, es ist wieder genial. In Campen sind die Leute mal absolute Profi-ESL-Splitze. Das ist der Wahnsinn, was die Leute abliefern. Also wie der mich erschossen haben will, ich weiß nicht, in welcher Position die immer sitzen. Ne, du stirbst innerhalb von Sekunden 5-6 Mal und dann nimmst du einmal das Ding dann nochmal ein und dann geben die sofort auf und spielen nicht mehr. Es guckt übrigens oben nur der Kopf raus. Was ich immer persönlich sehr lustig finde. Dass ich den getroffen haben will und nicht den Kopf. Ach, den können wir da nicht. Den können wir nicht machen. Schießen ab, danke. Und wieder mit diesem Lucky Headshot. Es ist immer unglaublich, wie das Spiel dann dadurch in die Länge gezogen wird. Es ist... Nee. Gegen 3, jetzt ist es interessant. Okay, 2, volle Konzentration. Haben wir auch den. Ist die Düste noch mehr? Frage ist nur wo. Der war lucky. War richtig böse. Schnack. Sehr gut, jetzt haben wir's. Mal raushalten, was keine Miete zahlt. Ja, das meine ich immer. Wenn mich dann keiner, wenn mir keiner einen Headshot drückt, ist irgendwie, als wenn die alle nur Statisten sind. Damn, muss hier hinten kommen.
Mal schön an der Mauer bleiben, hinter uns keiner kommen kann. Kein Risiko. Ganz cool außen drum rumgegangen. Sehr gut. Volle Konzentration. Wusste, dass er oben ist. Da war die Waffe. Hier habe ich es tappeln hören. Er musste irgendwo hier sein. Ah, ein gutes Spiel. Ein bisschen viel Pech gehabt, aber. Was soll's? Schon erstaunlich, ne? Ich find's immer verblüffend. Wenn ich da mal 5 Minuten nicht falle, ne, mir kein Headshot irgendwie entgegenkommt. Der spielt hier wenigstens mit seiner M2 Carabine auch so, wie man mit einer M2 Carabine spielt. Kann man auch nach vorne laufen. Dafür ist die Waffe schließlich da. Zack, 2 Leute zugestellt. Kann ich mir Munition holen? Nee, vergiss es. Wie eine Klucke auf Eier. Alex steht hier. Schön weggeholt. Steht noch ein APC, da komme ich aber nicht ran. Ich bräuchte für die Nummer Munition. Munition habe ich nicht. Das heißt, es bleibt mir nur eine Möglichkeit. Muss mich verziehen und mich von hinten anschleichen. Ich muss das Ding dann cappen. Das Problem ist, das schaffe ich nicht. Das ist so geil geparkt. Muss mich echt konzentrieren, ob ich jemanden höre. Das Problem ist, wenn ich jetzt einsteige, bin ich direkt erschossen, glaube ich. Hat mich noch nicht gesehen. Cool, bleiben. 2 Gang 1, sich den Kreis erstmal auffüllen lassen. Routine, Ruhe. Jetzt können wir gucken gehen. Langgang abchecken, 2 Gang 1. Das nächste APC rum. Ja, das ist unseres. Drei gegen 2, jetzt muss ich suchen gehen. Drei gegen 3.
Ganz schwerer Fehler, mein Freund. Positionsliste 1 gegen 6. Cool bleiben. Das kann ich eh nichts machen. Hauptsache sagt er jetzt nicht, wo ich stehe. Ich muss hier weg. Irgendwann, dann geht's nicht mehr. Er nimmt wieder meine Waffe auf und ich habe 0 Schuss Munition, es ist zu geil. 4 Schuss sofort fallen gelassen. Na, jetzt bin ich 10 Minuten knapp nicht gefallen, das fällt sofort auf. Na? Erstmal den Punkt hier absichern. Ich bin angeschossen aus 20 Meter Entfernung. Ach, na und das ist das, was ich meine. Dieses, dann gibt's auf einmal nur noch eine Serie, wo der Gegner nur noch Headshots macht, auf einmal. Nur noch Headshots. Eben gerade haben wir 10 Minuten gebraucht, um mich da einmal zu Fall zu bringen. Und jetzt, innerhalb von Sekunden, ich muss durchfahren, ich kann hier nicht stehen bleiben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht vom Panzer... Leck mich doch. Muss mich heilen. Ich hoffe, dass der Panzer uns nicht sieht. Können wir sogar noch den Disso-Skill für nichts. 2 gegen 1. Ah. Ich drück schneller. Hol ich mir noch ein Medkit von draußen? Nee, jetzt ist der Wagen verschwunden. So ein Ärgernis, aber auch. Ich hätte hier gleich stehen bleiben sollen. Also es ist wirklich ein spannendes Spiel. Besser als das ganze Sonntagsgame. Wir werden es wohl nicht gewinnen können. Wir sind da wohl ein Stück zu schwach für. Dafür ist der Abstand wieder zu enorm. Und die sind hier super verteilt, auch wenn sie nicht schießen können. Also, ja. Perfekt. Offensichtlich hier auf dem Feld können wir nicht stehen. Klar, was ich meinte mit der Bewegung. Wenn ich da jetzt stehen geblieben wäre, wäre ich tot gewesen.
müssen aufpassen, dass wir nicht vom Panzer abgeschossen werden. Der gehört zu mir. Ist nur noch einer. Eins gegen neun, wir wollen es auch wissen. Was ist einer drin? Oben im Turm. Schade. Ah, abstaubar, Junge. Aber was für einer. Viel Lack gehabt dabei. Ansonsten von beiden Seiten gut gespielt. Wenn er das gesehen hat, dass sein eigener Mann ist, was ich da nicht behaupt, nicht glauben kann, aber dann war es gut. Dann war es echt nicht schlecht. Das ist natürlich dumm gelaufen für ihn. Aber was ihn auch. So, alles oder nichts. Ach jawohl, da campt noch ein Panzer. Es ist einfach wieder geil. Panzer Camping for the win. Na, einfach wieder Credits raushauen, so lange bis das Spiel gewonnen ist. Na, und ich muss hier langfahren, wenn ich das Spiel gewinnen will. APC lassen wir stehen, wir haben nicht die Zeit dafür. Wir müssen oben lang laufen. Aufpassen, dass wir wieder. Von der Eco vernascht werden. So, Roland Rondellkönig. Nach unten. Darf ihn nicht reinlassen, darf ihn nicht reinlassen. Ich bin auch nicht dämlich. Unter den lustigen Turm. Auf der Position gewinnt nun mal die Reaktion. Auf der kurzen Distanz kommt es darauf an, wer hat genau mehr Genauigkeit. Jetzt kommt es auf Cleverness drauf an. Dass sie einfach nicht mal reinkommen. Dann gewinnen wir das Ding. Schönes Spiel. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr das zu merken ist, wenn ich, ne, wenn ich einen Lauf habe und wenn es bei mir bergab geht. Ne? Wenn ich 3-4 Mal falle, dann ist das echt, echt hart fürs Game. Ne? Das ist sofort zu merken. Ne? Der Alex hat ja ganz gut mitgespielt. Ohne den wäre das wahrscheinlich gar nichts geworden. Ne? Weil das ist, ne? So, wenn da so eine ganze Truppe spielt, die sind alle gut bewaffnet gewesen, ne, da 4-5 Mann, die wussten, was sie da taten, die haben da alles zugestillt. Da musst du dir dann schon ein bisschen was einfallen lassen, ne, aber nichtsdestotrotz war es echt gutes Spiel, das hätten wir auch verlieren können. Das waren die letzten paar Sekunden eben, wenn ich jetzt wieder einen Headshot gefangen hätte, ich wieder rumgeweint wie so eine kleine Hafennutte, aber, ne, dann wäre es vorbei gewesen. Aber schön, dass es doch noch geklappt hat. Die anderen werden sich jetzt ärgern, ich freue mich, war ein sehr schönes Spiel.